Nun über die Arbeitsverhältnisse hingeht, wird jetzt am Beispiel von uns Andrea Löw noch sehr viel intensiver sprechen. Andrea Löw ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Arbeitsstelle für Holocaust, Literatur und Universität Gießen. Aber in Bedeutung, denke ich, die wir schon bei der großen Tagung in Lutsch erkannt haben und die sich jetzt auch in diesem monumentalen Bandphänomen Greta del Cielo gezeigt hat, liegt daran, dass sie Mitarbeiterin der Herausgabe der Ghetto-Chronik von Lodz ist. Und das war auch eine, aber nicht die ausschließliche und alleinige Quelle, mit der sie ihre Arbeit geschrieben hat, die 2006 vor einem Jahr erschienen ist. Nun, wahrscheinlich habe ich diese Arbeit noch nicht viel gelesen. Ich habe sie gelesen, aber was mich noch mehr gefreut hat, war eine Rezension, die mir unlängst in die Hände gefallen hat. Und die, ich denke, dass in meiner Übereinstimmung sozusagen die Signalwörter am Schluss zur Beschreibung dieser Arbeit verwendet. Detail genau, akribisch recherchiert. Erschließung zahlreicher neuer Quellen, Punkt, unverzichtbar. So sollte es auch mit einem Beitrag sein. Mit dem Beginn der Revolution in
Stadt Lodz von Juden gesäubert wird, behalte ich die Form. Endlich muss jedenfalls sein, dass wir diese Festbeule restlos ausbringen. So erschien in den lokalen Behörden die Enteignung jüdischer Werte im Frühjahr 1940 durch Ostzielversprecher als die Ausnutzung jüdischer Arbeitskraft. Denn das Ghetto war ehemals über Organismus gedacht. Damit es zu diesem für das Ghetto Lodz so entscheidenden Paradigmenwechsel kam, musste erst der Bremer Kaffeehändler Hans Bibo in Letzmannstadt eintreffen. Der ehrgeizige Geschäftsmann, dem sein pragmatisches Gewinnstreben wichtiger war als ideologische Prämissen, leitete vom 5. Mai 1940 bis zur Auflösung des Ghettos die Ernährungs- und Wirtschaftsstelle Ghetto, die vom 29. Oktober 1940 als sogenannte Ghettoverwaltung, eine eigenständige Organisationseinheit innerhalb der Stadtverwaltung darstellte und damit direkt dem Oberbürgermeister unterstellt war. Bibo wurde zur Schlüsselfigur innerhalb der Geschichte des Ghettos auf deutscher Seite, so wie Rumkowski dies auf jüdischer Seite war. Er betrieb eine gezielte Ausplünderung der Ghettobewohner und verfolgte die Strategie einer profitablen Ghettoindustrie. Und genau an diesem Punkt bestand Übereinstimmung zwischen Bibo und Rumkowski, die das Ghetto in der Folge zu einer ungeheuer produktiven Zwangsarbeitsstätte heranwachsen ließ. Diese Übereinstimmung hatte freilich sehr unterschiedliche Gründe. Bibo wollte sich bereichern und Rumkowski wollte überleben. Nachdem sich zum einen zeigte, dass die für den Sommer 1940 geplante Wiederaufnahme der Deportation deutscher Juden nicht durchgeführt wurde und zum anderen, dass aus dem Ghetto keine weiteren Gelder für Lebensmittel mehr erpresst werden konnten, erreichte Bibo im Herbst 1940, dass dem Ghetto ein Kredit in Höhe von 3 Millionen Reichsmark bewilligt wurde. Dies war insofern ein Wendepunkt, als die deutschen Machthaber damit akzeptierten, dass das Ghetto keineswegs nur eine Übergangsmaßnahme war, sondern eine Einrichtung, dessen Produktivität die deutschen Interessen unmittelbar berührte. Bibo setzte sich in der Folge in hohem Maße dafür ein, dass sowohl Maschinen und Rohstoffe als auch Aufträge das Ghetto erreichten. Der Judenälteste war vollständig abhängig von der deutschen Politik. Seine Macht war bei weitem nicht so groß, wie dies häufig dargestellt wurde. Aber, und daher stammt dieser Eindruck ja auch, innerhalb des Ghettos war seine Macht schon immens und sein Gestaltungswille riesig. Und so ging Rumkowski mit großer Energie daran, die Arbeit im Ghetto, und hier liegt auch ein wichtiger Unterschied zu vielen anderen Ghettos, also hier wurde Arbeit im Ghetto organisiert, zu organisieren. Nach und nach entstanden Fabriken und Werkstätten, die im Sprachgebrauch des Ghettos Ressort hießen. Großes Improvisationstalent war hier gefordert. Die jeweiligen Fachleute wurden aufgerufen, sich zu einer Registrierung zu melden, kamen zur Arbeit, brachten mit, was sie an Werkzeugen oder Maschinen haben retten können bei der Umsiedlung ins Ghetto und die Produktion begann. Viele Maschinen fehlten anfangs, auch der Mangel an Rohstoffen war ein großes Problem. Häufig wurden in engen Wohnräumen Schneidereien oder Tischereien eingerichtet. Nur etwa 15% der Betriebe waren in ehemaligen Fabrikgebäuden untergebracht. Die Enge und die schlechte Luft in diesen behelfsmäßigen Werkstätten führten bei den ohnehin unterernährten Arbeitern zu schwächen Erschöpfungszuständen. Sie brachen teilweise ohnmächtig am Arbeitsplatz zusammen. Zunächst war außerdem viel zu wenig Arbeit vorhanden. Nur ein kleiner Teil der seiner Existenzgrundlagen vollkommen brauchten Bevölkerung fand eine Beschäftigung und damit Unterhalt. Dies führte schon im Sommer 1940 zu Demonstrationen gegen Rumkowski, was hier jetzt aber nicht Thema sein soll. Durch Bibos Werbeaktionen und dadurch eingehende Bestellungen einerseits und Rumkowskis Organisationsgeschick andererseits wuchs die Produktion im Ghetto im Jahr 1941, dann aber trotz aller Schwierigkeiten beträchtlich. Und hier zeugen auch manche seiner Kritiker innerhalb der Ghetto-Bevölkerung dem Judenältesten ein Lob. So schreibt etwa Jakob Ulnig, der sonst nur von der Diktatur des Judenältesten berichtet, ich zitiere, schon Anfang 1941 begann die Organisation der Arbeit in großem Maßstab und hier muss man loyal zugeben, dass Präses Rumkowski große Initiative und riesigen Organisationsgeist zeigte. Hauptauftraggeber war die deutsche Wehrmacht mit ungefähr 90% der Aufträge, doch auch zahlreiche deutsche Unternehmen profitierten von der Zwangsarbeit, die Juden im Ghetto leisteten. So etwa die wahrscheinlich bekanntesten Beispiele Neckermann, die ARD mit Telefunken oder das Alsterhaus Hamburg. Bald war das Ghetto nicht nur imstande, seinen eigenen Unterhalt zu finanzieren. Im Mai 1941 trug der Gewinn durch die Produktion erstmals die Ausgaben für das Ghetto, sondern es war ein profitables Wirtschaftsunternehmen. So nannte Bürgermeister Mader in einem Schreiben an den Regierungspräsidenten vom 4. Juli 1941
das Ghetto ein Großbetrieb sui generis. Und der Regierungspräsident Übelhör wiederum schrieb im Oktober 1941 an Heinrich Himmler, ich zitiere, man spricht im Reich von der Division Ghetto Witzmannstadt, denn die hier arbeitenden jüdischen Handwerker haben eine Division Handwerker für den Wehrmachtsdienst freigemacht. Die Einstellung der lokalen deutschen Machthaber hatte sich also beträchtlich geändert. Sie wurden energische Fürsprecher des Ghettos und der dort geleisteten Arbeit. Der eben zitierte Übelhör hatte, wie gesagt, noch ungefähr ein Jahr vorher von der Pestbeule, die sofort ausgebrannt werden müsste, gesprochen. Nun spricht er von der Division Ghetto Witzmannstadt. So viele Aufträge erreichten inzwischen das Ghetto, dass es an der Jahreswende 1941-42 teilweise gar zu Lieferengpässen kam. Das Ghetto war wie wohl kein anderes im besetzten Osteuropa zu einem leistungsfähigen und integralen Bestandteil der deutschen Kriegswirtschaft geworden. Anfang 1942 begann dann aber, ich habe es schon gesagt, die Deportation von Juden aus dem Ghetto Lodz, das war nicht Sarakolmow. Vom 16. Januar bis Mitte September 1942 wurden etwa 70.000 Juden aus dem Ghetto Lodz dort ermordet. Die Auswahl der zu Deportierenden unterlag zunächst Sunkowski, der davon ausging, dass es allemal besser sei, wenn er die Deportation organisierte, als wenn deutsche Kräfte in das Ghetto kriegen. Zur Gruppe derer, die er und seine Auswahlungskommission zunächst auswählten, gehörten Verbrecher, also das waren meist Leute, die ein Stück Brot gestohlen hatten oder so, also diejenigen Menschen, die vom Gericht wegen verschiedener Vergehen verurteilt worden waren oder im Zentralgefängnis einsaßen, und Ghettobewohner, die nicht arbeiteten. Das System des Nationalsozialismus war so perfide, dass ein Judenältester wie Rukowski in der Annahme, das Überleben des Ghettos, um möglichst viele seiner Bewohner auf diese Weise zu sichern, die Prinzipien der Besatzer übernehmen musste und an erster Stelle die arbeitsfähigen Juden zu retten versuchte. Schon in dieser Phase erkannten die Menschen im Ghetto folgerichtig, dass ihre Arbeit in einer der Fabriken sie vor der Deportation ins Ungewisse schützen konnte. Ganze Familien, von 10-jährigen Kindern bis zu sehr alten Menschen, versuchten in einem der Betriebe aufgenommen zu werden. Rumkowski unterstützte vor allem das Bemühen, die Jugendlichen zu retten. Die aus der sogenannten Schulabteilung der jüdischen Verwaltung hervorgegangene Umschichtungskommission bemühte sich, die jüngsten Arbeitskräfte in die Fabriken zu integrieren. Bis zum 20. Juli 1942 arbeiteten fast 13.000 10- bis 17-Jährige in den Werkstätten. Das waren in dieser Phase fast 19% der Arbeiter. Zwischen dem 16. Januar und dem 15. Mai 1942 wurden knapp 55.000 Juden aus dem Ghetto Lodz in die Vernichtung deportiert. Im September folgte dann das, was in das Gedächtnis der Ghettobewohner als Sperre eingegangen ist, abgeleitet von der sogenannten allgemeinen Gehsperre, die vom 5. bis zum 12. September in Ghetto galt. Die Menschen durften nur noch zur Selektion ihre Häuser verlassen. Mehr als 15.000 Kinder unter 10 ältere Menschen über 65 Jahren und Kranke wurden nach Kulmhof gebracht und dort ermordet. Die Brutalität, mit der die nun selbst ins Ghetto gekommene deutsche Polizei während der Sperre agiert hatte, und die Auswahl der Opfer hatten dazu geführt, dass die Ahnung über das Schicksal der Deportierten bei vielen Menschen im Ghetto zu Gewissheit wurde. So schreibt Oskar Singer in einer seiner Reportagen am 16. September 1942, Zitat, alle sind fest davon überzeugt, dass man die ausgesiedelten Juden in die Vernichtung führt. Umso wichtiger waren Überlebensstrategien und die zentrale Strategie war Arbeit. Knapp 90.000 Juden lebten noch im Ghetto nach der Sperre. Die Bevölkerungsstruktur hatte sich vollständig verändert. Es gab kaum mehr junge, alte und kranke Menschen. Wer im Ghetto ein Recht auf Leben hatte, war arbeitsfähig. Durch den Austausch der Menschen, gleichzeitig waren nämlich etwa 18.000 arbeitsfähige Juden im Zuge der Ghetto-Auflösung im Wartegau ins Ghetto Deutsch gekommen, war das Ghetto zu einem Meilenort und der Zwangsarbeit, vor allem für die deutsche Rüstungsindustrie geworden. Hinzu kam, dass sich durch die Auflösung der kleineren Ghettos im Wartegau, in denen bis dahin ja auch Zwangsarbeit geleistet worden war, die Zahl der Aufträge in Deutschland noch weiter vergrößert hatte. Die Bestellungen, die zuvor in diesen Ghettos bearbeitet worden waren, gingen nun in das Ghetto Lodz. Der Überlebende des Ghettos und Historiker Lucian Tobuschitzki bringt diese Entwicklung auf den Punkt. The ghetto had been turned into something like one great factory. Rumkowski war, wie ich dargestellt habe, von Anfang an davon ausgegangen, dass Arbeit die Rettung für das Ghetto und seine Bewohner war. Nun aber bekam diese Interpretation eine fundamental neue Bedeutung. Arbeit konnte vor der Deportation in den Tod schützen, konnte also eine zumindest temporäre Rettung
Liebe am 12. September 1942 in der ersten von ihm persönlich unterzeichneten Bekanntmachung der Ghettobevölkerung an, am 14. September an, die Arbeit in den Fabriken und Werkstätten wieder aufzunehmen. In gewisser Weise beruhigte die Bekanntmachung die Menschen, denn es war darin von nunmehr anerkannten Arbeitsplätzen die Rede. Dies deutet Oskar Rosenfeld in seinem Tagebuch. Das heißt, die Arbeiten sind geschützt und werden ausreichend ernährt. Ein unbekannter Autor notiert, es sei nun ein, Zitat, neues, echtes Arbeitslager entstanden. Fast die ganze Bevölkerung des Ghettos arbeitet, entsprechend dem Auftrag der Ghettoverwaltung. Zitat Ende. Die Überlegung, dass Arbeiter geschützt seien und auch leben würden, war vielleicht der entscheidende Antrieb für die Ghettobevölkerung nach den traumatischen Septembertagen. Sie kehrten in ihre Ressort zurück und nahmen die Arbeit wieder auf. Sie hatten gesehen, was mit nicht produktiven Menschen geschieht. Befürchteten ihre eigene Deportation. Zumal ständige Deportationen zur Arbeit außerhalb des Ghettos weiterhin erfolgten. Die Ghettobewohner aber ja nie Gewissheit hatten, wohin diese Menschen tatsächlich geschickt wurden. Eine Arbeitsbescheinigung war also lebensnotwendig. Die Sperre hatte der jüdischen Bevölkerung vor Augen geführt, dass die aus dem Ghetto Deportierten vermutlich ermordet worden waren. Doch diejenigen, die im Ghetto geblieben waren, galten als Arbeitskräfte. Also, so der Schluss, betraf die Vernichtungspolitik der Nationalsozialisten nur die Nichtarbeitenden. Die Arbeiter aber, von deren Leistung die deutsche Industrie und vor allem die Wehrmacht in so hohem Maße profitierten, waren sicher. Die Menschen im Ghetto konnten nicht ahnen, dass die Taktik Bukowskis, das Ghetto durch Arbeit zu retten, nicht ausgehen würde. Sie konnten es nicht wissen, denn die Logik, mit der sie ihre Situation analysierten, war eine andere als die der Nationalsozialisten. Zumindest Teile der Ghettobevölkerung, wir können dies natürlich nicht mit Gewissheit für alle sagen, interpretierten die Situation also ähnlich wie der unbeliebte, ja gehasste Judenältest Trunkowski. Und so schreibt, um ihn nochmal zu zitieren, aus Rosenfeld Ende 1942 erneut in sein Tagebuch: Die deutschen Fachkommissionen, Fachleute, keine Politiker, finden Arbeit sehr gut, staunen über das Talent der Arbeiter. Ghetto wird durch Arbeit gesichert. So verfolgte Trunkowski seine Strategie weiter und organisierte die Arbeit im Ghetto in einem noch größeren Ausmaß. Forciert wurde diese Entwicklung freilich wiederum vom Bibo, der hier verstärkt eingriff. In ehemaligen Krankenhäusern, Schulen oder Waisenhäusern wurden neue Werkstätten eingerichtet. Die Arbeitsbedingungen wurden verschärft und neue Aufträge, vor allem von der Wehrmacht, erreichten das Ghetto. Im Dezember 1942 waren 94 Fabriken in Betrieb. Es lebten 87.615 Menschen im Ghetto, von denen 75.056 beschäftigt waren. Von den übrigen waren im Moment ungefähr 1.200 krank und sollten danach wieder arbeiten. Der Rest war, so teilt Trunkowski der Ghettoverwaltung mit, in der Umschulung und teilweise in Reserve und gelang sukzessive zum Einsatz. De facto hat also zu diesem Zeitpunkt fast jeder im Ghetto gearbeitet. Wenn immer wieder von der großen Produktivität in diesem Ghetto die Rede ist, muss man sich vielleicht auch noch einmal die Bedingungen vergegenwärtigen, unter denen hier produziert wurde. Oskar Singer und Josef Sekowitsch, beide Mitarbeiter in der Tageschronik im Archiv des Judenältesten, haben eine Vielzahl von Reportagen über verschiedene Fabriken im Ghetto verfasst. Sie berichten von der Entstehung des jeweiligen Ressorts, von dem Improvisationstalent, das bei denen unter den Bedingungen des Ghettos oft anfallende Probleme vonnöten war. So schildert Singer in einem Bericht über die Strickereiabteilung wohl eher typische Bedingungen. Er schreibt, die Fabrik ist eng wie das ganze Ghetto. Überall kämpft man mit dem Raum. Jeder Winkel ist Betriebsraum, oft ganz durcheinander, gar nicht organisch. Aber über allem steht das Gebot, produzieren, Arbeitsmöglichkeiten schaffen. Zitat Ende. Ein Beispiel für den gleichsam aus der Not geborenen Erfindungsreichtum, gewissermaßen aus dem Nichts etwas zu produzieren, um zu überleben, war die Altmaterialabteilung. Hier waren 1.800 Menschen damit beschäftigt, aus Lumpen und Stofffetzen Rohstoffe für die Fabriken bereitzustellen. In einem Bericht in der Tageschronik, anlässlich einer Ausstellung dieser Abteilung im Juni 1943 heißt es, was früher keines Menschen Hand angerührt, kein Bettler angenommen, kein Zigeuner gestohlen hätte, gilt als kostbares Gut, als Rohstoff für schöne modische Dinge. Zitat Ende. Aus den hier sortierten und zusammengestellten Lumpen wurden in der Textilabteilung Watte, Pelzstoff und Garn erzeugt. Auch über diese Abteilung hat Oskar Singer eine Reportage geschrieben. Er zog Hoffnung aus dem Erfindungsgeist der Juden im Ghetto, aus ihrer Fähigkeit, sich fantasievoll selbst zu helfen und aus der daraus resultierenden Wichtigkeit des Ghettos für die Deutschen. Er schreibt, und diese Stadt wird leben,
weil sie so leidenschaftlich leben will. Verglichen mit den Ereignissen in den übrigen besetzten Gebieten verlief das Jahr 1943 in Gertolotsch nahezu ruhig. Immer deutlicher zeichnete sich ab, wie wichtig und unverzichtbar die jüdischen Arbeiter des Ghettos für das nationalsozialistische Regime waren. Die Produktion wurde in diesem Jahr weiter ausgebaut. Und noch im März 1944 stellt die Rüstungskommission in Posen fest, dass das Ghetto Litzmannstadt im Wartegau größter Rüstungsbetrieb sei, davon 80.000 Arbeitskräften etwa 95% Rüstungsarbeit leisteten. Lange sah es also so aus, als würde Rumkowskis Strategie aufgehen. Doch Anfang 1944 änderte sich die deutsche Politik gegenüber dem Ghetto. Und hier hat nun Rumkowski selbstverständlich überhaupt gar keinen, aber auch Zwiebo keinen Einfluss mehr. Gespräche über den Status des Ghettos führten Anfang 1944 zu einer Übereinkunft zwischen Himmler und Kreiser, dass das Ghetto zunächst verkleinert und später ausgelöst werden sollte. Spätestens im März 1944 befahl Himmler, dass das S-Sonderkommando Kulmhof zu reaktivieren, und Anfang Juni war es betriebsbereit. Am 23. Juni 1944 verließ der erste Transport mit 561 Menschen im Bahnhof Radegast oder Radebusch. An diesem Tag schreibt einer der Autoren der Tageschronik sehr hellsichtig über die vergebliche Hoffnung, durch Arbeit der Vernichtung zu entgehen. In der Rubrik Ressortbrandnachrichten heißt es: Am heutigen Tage kamen über Radegast beträchtliche Mengen von Rohwaren für die Schneiderbetriebe herein, worauf das Ghetto wieder irrtümlich den Schluss zog, dass also das Ghetto nicht liquidiert werden dürfte. Natürlich hat eines mit dem anderen nichts zu tun. Die Rohwaren sind ja längere Zeit unterwegs und gehören in den wirtschaftlichen Sektor des wirtschaftlichen Problems, das unabhängig vom politischen, von anderen Stellen geleitet bzw. gelöst wird. Der Schreiber sollte Recht behalten. Zwischen dem 23. Juni und dem 14. Juli deportierten die Nationalsozialisten insgesamt 7.196 Juden nach Kulmhof. Nach einem Deportationsstopp folgte dann die endgültige Auflösung des Ghettos und knapp 70.000 Menschen wurden aus dem Ghetto Lodz im August 1944 nach Auschwitz-Birkenau deportiert, wo die meisten von ihnen sofort ermordet wurden. Einige abschließende Überlegungen. Arbeit als Rettungsstrategie. In keinem anderen Ghetto wurde dieser Gedanke so konsequent umgesetzt wie im Ghetto Lodz. Verschiedene Faktoren spielten hierbei eine Rolle. Zum einen die jüdische Bevölkerungsstruktur. Zahlreiche Schneider, Kürschner und andere Facharbeiter lebten hier, brachten ihre Kompetenzen und, soweit sie sie hatten retten können, ihre Maschinen und Werkzeuge mit in das Ghetto. Von zentraler Bedeutung war sicherlich der Judenälteste, Mordechai Chaim Rumkowski. Mit ungeheurem Geschick organisierte er die Produktion im Ghetto. Doch konnte er nur innerhalb des Ghettos gestaltend agieren. Den Rahmen, und dies ist der wichtigste Faktor, wenn man über diese Fragen nachdenkt, setzt natürlich die Deutschen, von denen er abhängig war. Die möglicherweise von ihnen zunächst angenommene Autonomie des Ghettos erwies sich als Illusion. Egal wie produktiv das Ghetto war, es kam eben trotzdem der Moment, in dem die Machthaber beschlossen, das Ghetto aufzulösen, entgegen aller Logik. Über das Verhalten und die Strategie des Judenältesten wurde viel diskutiert. Offenbar ging er bis zum Schluss davon aus, dass er einige wenige, sich eingeschlossen, retten könnte, dafür aber andere opfern musste. Das Ausmaß seiner Täuschung wird sehr deutlich, wenn man bedenkt, dass er, so wird es zumindest überliefert, noch am Bahnhof Radegast versucht hat, sich bei Hans Bieber für seinen Bruder Josef einzusetzen. Der Leiter der deutschen Ghettoverwaltung soll ihm daraufhin nur gesagt haben, er könne ja auch in den Zug einsteigen, wenn er mit seinem Bruder zusammenbleiben wollte. Und so fuhr der Judenälteste am Ende, genau wie die normale Ghettobevölkerung, in einem überfüllten Waggon nach Auschwitz-Birkenau. Es gibt verschiedene Berichte über sein Ende, sicher ist aber, dass er dort keinen Tag mehr überlebt hat. Im letztlich auch persönlichen Scheitern Rumkowskis wird die Tragik seines Handelns allzu deutlich. Er konnte nicht gewinnen. Die Interpretationsmuster, mit denen er seine Situation und diejenige des Ghettos analysierte, stimmten nicht mit denen der Nationalsozialisten überein. Zwar verinnerlichte er aus der Not heraus in gewisser Hinsicht das zynische Denken der Deutschen, dass nur Arbeitskräfte eine Existenzberechtigung im Ghetto hatten. Hier wird auch deutlich, wie ambivalent diese Überlebensstrategie letztendlich war. So war Rumkowski bereit, musste bereit sein, Teile der Bevölkerung, notwendigerweise die, die nicht in der Lage waren zu arbeiten, zu opfern. Geleitet von dem Wunsch, dadurch das Leben anderer zu retten. In dieser Logik waren diese anderen eben die arbeitsfähigen Juden. Doch er agierte in einem System, in dem das von ihm erstrebte Überleben möglichst vieler Ghettobewohner gar nicht vorgesehen war.
Doch wissen wir das heute nur aus der Rückschau. Für den Judenältesten muss die Strategie der Rettung durch Arbeit logisch erscheinen. Ein eindeutigen, entzifferbaren Interpretationsrahmen, der ein sicheres Überleben ermöglicht hätte, diesen gab es weder für Runkowski noch für die anderen Menschen im Ghetto. Vielen Dank.